Ja, hallo Freunde! Willkommen beim durchtrainiertesten Clasher der Welt. Und wir springen rein. Im Jahr des Drachen, erst das Drachenfestival des chinesischen Kalenderjahres und nun der Superdrachen. Viel Spaß! Kannst du dir nicht mehr ausdenken. My favorite. Oh, Junge, da bin ich fertig. Also, was ist passiert? Super Drache im Rampenlicht. Ich habe mir den Goldpass hier geholt hierfür. Schon gut durchgegrindet. Bin da gerade wieder auf dem Weg zur Legende. Und ich schaue euch mal meine Hits an. Ich habe ein bisschen experimentiert, nicht wundern. Also immer so, da lief es gut, 100%, 98, 100. Ja, dann mal wieder ein Fail gehabt. Dann wieder 198. Also es geht richtig, richtig gut vorwärts. Mit den Dingern komme ich echt gut klar. Ab und zu habe ich mal was getestet und verschissen, aber auch immer über die 80% geholt. Jetzt möchten wir das Ganze mal live testen. Den nehmen wir mit. Ob gut oder schlecht, den nehmen wir jetzt. Okay, das heißt, wir wollen jetzt, ich erkläre erst, wir wollen natürlich erstmal eine Luftabwehr bekommen. Wichtig, auf der einen Seite schießen. Hier müssen wir gucken wegen dem Single, dass wir relativ schnell die Luftabwehr bekommen. Dann wollen wir das Ganze hier drüben nochmal machen. Vielleicht öffnen, vielleicht, dass wir den Single Inferno bekommen. Wir können es aber auch so machen. Ja, wir müssen es fast schon so spielen. Okidoki. Wir müssen es fast schon so spielen. Dann machen wir das. Wir gehen rein mit der Königin und 1, 2, 3, 4 Heiler sollten reichen. Ja, wir werden hier den Babydrachen spielen, nicht, dass die Königin anfängt, Dinge zu tun. Denn die soll sich eigentlich nur um die Luftabwehr kümmern und dann Dinge tun. Jetzt kriegt sie schon mal ein bisschen dicke Hits. Wir können jetzt hier schon mal schauen, dass wir vielleicht öffnen. Vielleicht geht die gute Frau rein und kümmert sich hier dann um etwaige Dinge. Wir ragen das Ganze mal. Werden hier mal einen Freeze setzen. Ja, wichtig. Den Single hätte ich gerne noch. Wichtige Kiste. Perfekto. Genau so wollen wir das haben. Jetzt machen wir Schlupp. Schluppen die gute Frau einfach nur ein und spielen sie hier hinten wieder raus. Das ist die Strategie im Prinzip. So kann man das Ganze machen. Jetzt möchten wir, meine lieben Freunde, jetzt möchten wir mit dem König natürlich auch noch was machen. Wir möchten erstmal hier spielen und da spielen. Hier kommt die gegnerische Scheiße. Das war ein bisschen fehlgesetzt, aber sollte die Königin eigentlich schon hinkriegen. Das passt alles soweit. Jawohl, die Königin richtet das ganz gut ein. Das sieht doch okay aus. Babababats. Wichtig ist, wir müssen hier zünden. Jetzt wollen wir natürlich noch die Luftabwehr haben, aber die haben wir jetzt leider nicht gekriegt und somit müssen wir jetzt leider die Strategie schon starten. Das ist immer ein bisschen stressig, but wir wurzeln auch instant, weil wir natürlich hier den ganzen Damage nicht haben wollen. Wir wollen in Richtung Rathaus gehen, werden hier noch die Luftabwehr rausschnetzeln. Hier mal kurz einen Heal setzen und dann hier nochmal einen Rage reinsetzen. Das sollte eigentlich kein Problem werden. Damit sollten wir das Rathaus kriegen. Ihr seht ja, der Zauber, der macht auf jeden Fall seinen Job. Also ihr kriegt immer mindestens 2 Sterne. Wenn man nicht gerade so rumexperimentiert, wie ich es tue, ist es eigentlich machbar, da 2 Sterne rauszumaken. Ja, wir sehen hier, meine Truppen sind auch noch nicht maxed out. Ja, das ist ganz klar. Wir haben hier dicke Hits kassiert, haben jetzt hier 68%. Das war vielleicht jetzt nicht das Vorzeigebeispiel, würde ich mal sagen. Das kriegen wir noch besser hin. Das kriegen wir noch besser hin. Glaubt mir, das ist jetzt nur der Vorführeffekt. Wir machen das Ganze jetzt nochmal. Das wäre natürlich wünschenswert. Alle spielen in der Legende diese Boxbasen und hier hat sie natürlich keiner. Jetzt wäre es natürlich angebracht, mal so jemanden zu finden. Jo, nimm mal den mit. Wie gesagt, es gibt keine Boxbasen aktuell in Legende. Es ist super, super nervig. Aber da kann man auch nichts machen. Wir lassen mal die Königin hier voranschreiten. 1, 2, 3, 4. Und lassen sie einfach mal tun. Sollte ja eigentlich funktionieren. Wir behalten uns den Mauerbrecher für den König und den Eisgoli auf. Wir sehen, da ist die Königin. Ich hoffe, meine Königin schießt auf diese. Jawohl.
Nehmen jetzt hier die mit rein. Perfekt. Und jetzt wäre es halt wichtig gewesen für meine Königin, dass wir sie erstmal zünden müssen. Und dass wir jetzt. Oh. Es läuft aber auch nichts wie soll, Bruder. Es läuft nichts wie soll. Es ist eine Katastrophe vor dem Herrn. So, geh hier rein, du Dulli-Königin. Wirklich. Kannst du dir nicht ausdenken. Jetzt habe ich den Mauerbrecher verschwendet und du bist nicht reingegangen. Dumme Nuss, du Elendige, du. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken. So. Okidoki. Wir müssen jetzt was machen. Und zwar müssen wir jetzt von hier kommen. Ja, es ist leider wirklich alles andere als optimal. Aber wir werden hier mal kurz das hier machen. Das hier machen. Und dann hier kurz zünden. Dann werden wir Folgendes machen. Hier werden wir Wurzeldullis machen. Den König werden wir zünden. Ja, dann mal hier einen Rage und da einen Rage. Dann die Gladi hier reinspielen. Die sollen Dinge tun. Perfekt. Okay, das sieht doch eigentlich jetzt schon gar nicht mehr so verkehrt aus. Da werden wir doch auf jeden Fall schon mal ein bisschen glücklich. Babatz. Jetzt kann ich natürlich meine Königin nicht mehr zünden. Damit ist auch der Single Inferno extrem gefährlich für meine Königin unten. Ja, und die wird jetzt rausgenommen. Es ist eine Katastrophe vor dem Herrn. Mir fehlt da wirklich noch ein bisschen die Erfahrung. Es ist jetzt, wie gesagt, der Vorführeffekt, dass das jetzt hier nicht klappt, ist irgendwie schon ein bisschen merkwürdig die ganze Zeit. Die ganzen Angriffe davor hat es funktioniert. Ich zeige euch das gleich mal. Aber warum das hier nicht funktioniert, ist mir ein Rätsel. Hier, viel Spaß mit dem. Und wir gehen raus. Ist doch nervig. Da werde ich zu Monte, werde ich da. Zu Montana. Jetzt will ich euch kurz zeigen. Es klappt eigentlich, ja. Dass ich jetzt, guckt mal, guckt euch das an. Ich mache ein Video und nehme nur über 63% auf. Ich mache kein Video und böller die weg. Wie kann das sein manchmal? Wie ist es? Hier, Rathaus 16, Boxbasis, da war eine. Es kann so einfach sein, diese Strategie. Funktioniert wirklich, glaubt mir das. Ihr habt es in der CWL an Tag 7 gesehen. Es ist genau so, so spiele ich das auch. Ich kann das nur nicht auf anderen Basen irgendwie gerade so rüberbringen oder sagen wir mal aufs Feld bringen. Ja. Aber bei Boxbasen funktioniert diese Strategie so unglaublich gut irgendwie. Wir haben jetzt schon den Funnel errichtet. Jetzt habe ich gemerkt, oh Scheiße, und ich verpiss mich, ja. Monolith ist da, Funnel ist errichtet, kein Problem. Königin geht hier rüber, 2 Minuten, perfekt. Timing eingehalten, das eingehalten, gar kein Problem. Jetzt den Eisguli da gespielt, warum? Weil er halt da den Schaden tanken kann. Königin läuft, Luftabwehr ist draußen, Ziel ist erreicht, ja. Wir sind jetzt schon da, pass auf, was ich jetzt gleich mache. Jetzt kommt gleich der Wurzelduli-Zauber. Perfekt. Und guck mal, das Ganze, den ganzen Part eingefriest, ja. Bis aufs Rathaus. Das heißt, wir haben jetzt hier vollen Zugriff auf die Mitte. Und die Gebäude, die dahinter, die ja den Fernschaden austeilen, die jucken uns einen Scheiß. Die jucken uns einfach gerade gar nicht. Und das ist der Punkt. So funktioniert die Strategie auch. Du willst eigentlich mit diesem Wurzelzauber hintere Gebäude eigentlich erstmal bannen. Oder ein Timeout schicken, ja. Und derweil der König da die Luftabwehr rausgenommen. Und es ist funktioniert. Es ist, genau so funktioniert die Strategie auch. Ich weiß nur nicht, warum die nicht funktioniert, wenn ich Live-Angriffe mache. Das ist natürlich wieder eine andere Sache. Aber damit ihr mal seht, es funktioniert, ja. Auch als Casual Gamer. Wenn du eine Boxbase findest und in Legende spielt die gerade so gut wie jeder Dritte, dann kannst du damit auch mal 3 Sterne holen. Das ist auf jeden Fall gar kein Problem. Und ihr seht hier, es ist nichts mehr da, das jetzt hier noch irgendwie gefährlich werden könnte. Ich könnte immer noch meine Königin zünden. Heiler sind ja auch noch da. Der König hat es hier super, super weggetankt. Ja, jetzt habe ich noch aus Spaß gezündet. Und dann haben wir auch diese Rathaus 16er Base vernichtet. Ja, man darf auch nicht vergessen, meine lieben Freunde, ich bin auch noch nicht Rathaus 16 Niveau. Meine Truppen, die sind alles andere als das. Gucken wir uns den noch an. Einen möchte ich euch noch mitgeben auf dem Weg heute. Hier mal keine Boxbasis, ja? Damit ihr seht, mein Gott, jetzt quatscht der Dulli die ganze Zeit über diese Strategie, wie stark die ist, wie gut die funktioniert und verkackt. Nein, tut er nicht immer. Ja? Klar, ich bin kein Itzu, ich bin kein Daue, kein Jonas, ich bin kein Weini oder sonst jemand.
Ich bin halt ein Bulli, ja? Was willst du machen? War ich schon immer, werde ich immer sein wahrscheinlich. Hier ist es jetzt, gut, das ist jetzt auch ein gerusher Bulli. Man muss auch einfach dazu sagen, der hat ja nichts. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, okay, gut. Wenn die Königin sich dazu entscheiden würde, da reinzugehen, wäre es Knorke. Im Ernstfall, wenn der Rathaus 16 Niveau wäre, würde ich hier auch einen Rage setzen. Ich habe das einfach mal so ein bisschen mit, ja. Und dann wieder das gleiche Schema. Bevor da harter Damage ausgeteilt wird, gehen wir in die andere Richtung. Zangen das Ganze im Prinzip ein. Ihr seht jetzt, da ist ein Loch. Hier wird ein Loch entstehen. Und dann können die Drachen einmal komplett durchjodeln. So ist der Way to go bei dieser Base dann. Ja, so willst du es auch spielen. Du willst wichtige Gebäude rausnehmen, wie Luftabwehr. Man könnte jetzt hier eventuell auch fürs Rathaus gehen. Ich hätte hier vorne was spielen können, hätte hier aufmachen können und hätte dann hier vielleicht sogar ja, das Rathaus snacken können. Ich habe mich jetzt dazu entschieden, das hier auf den kurzen Wege so zu machen. Hier habe ich ein bisschen gepennt mit dem Wurzelzauber. Den hätte ich längst spielen können, dann hätte mein König das auch noch ein bisschen länger überlebt. Ja, kam ein bisschen zu spät. Den kann man ein bisschen früher spielen. Ihr müsst ja mal überlegen, 28 Sekunden, dann muss der ganze Mob hier drüben sein. Ja, und da muss das aber wieder frei sein, weil sonst fliegen die ja drüber. Hier ist es jetzt so, dass es genau sich ausgeht. Pass auf, die sind genau gleich drinnen. Ich rage rein und jetzt sind alle drinnen in der Mitte. Das war perfektes Timing. Ja, und ja, und dann platzt hier auch alles in der Mitte raus. Die Superlakai, die schießen da im Hintergrund alles weg. Das ist sehr, sehr geil. Wir dürfen nicht vergessen, das ist jetzt hier ein gerusher Dulli. Der hat jetzt hier keine Gegenwehr so groß. Aber auch das funktioniert doch wirklich gut. Ja. Und dann kann man da auch mal 3 holen. Also das ist, wie gesagt, alles gar kein Stress. Und vielleicht gebe ich euch sogar noch einen, damit ihr seht hier, Bruder. Du laberst doch nur Scheiße. Ihr seht hier unten gleich 2 hintereinander, ja. Jetzt zeigen wir euch den noch. Einfach, dass ihr nochmal einen habt. Ja, das ist jetzt natürlich ein Geschenk. Das ist jetzt natürlich auch ein Geschenk. Aber den will ich euch nicht vorenthalten. Ich finde, einmal passt zu der Drachenszenerie. Jetzt habe ich mich hier entschieden. Gut, wenn du mir so ein Geschenk gibst, einen Testballon raus. Wir müssen die Königin gleich mal direkt ragen. Da ist eine Menge Schaden auf der Königin. Ja, die Gebäude sind Rathaus 15er Niveau. Damit muss man einfach rechnen. Wir kriegen jetzt hier schon so viele wichtige Gebäude. Und da funktioniert die Strategie halt gleich mal doppelt gut, weil wenn du 2 Luftabwehr mit einer Queen Charge Seite rausbekommst, läuft bei der Base etwas falsch und in deiner Strategie aber etwas richtig. Okay, hier kriegen wir die zweite LA und dann ist es einfach ganz geil für uns. Ja, ich schieße jetzt hier noch ein bisschen und dann verpissen wir uns auch schon wieder. Der Timer, der sitzt uns nämlich doch immer ein bisschen im Nacken. Die Königin braucht halt doch schon ein bisschen Zeit und dann verschwindet sie auch schon. Hier ein Riesenloch entstanden, 20% rausgeholt. Perfekt. Königin wirtschaftet jetzt da drüben noch ein bisschen weiter. Da nochmal ein Testballon, immer wichtig. Guckt, dass ihr eure Heiler am Leben erhaltet. Jetzt habe ich hier unten, ja, Gladi und König gespielt. Into Eagle Death, into 4 X-Bögen. Ich glaube, das ist mehr als worth. Die Strategie kommt jetzt hinterher. Hier haben wir gewurzelt, dass hier einfach kein rückwärtiger Schaden gleich entsteht. Hier hätte ich vielleicht noch ein bisschen warten können. Ja, aber ist halt nicht weiter tragisch. Ich musste jetzt hier noch fließen, weil diese Luftfeger schon hart auf den Sack ging. Der König geht jetzt darüber, räumt da auf. Der eine Superdrache räumt da auf. Und bei uns ist jetzt alles in der Mitte. Es sammelt sich jetzt alles wieder hier. Vielleicht hätte ich noch 5-6 Sekunden warten sollen, dass wenn jetzt alle hier sind in Richtung diesen Single, dass dann die Wurzeln weggehen. Aber ist auch nicht weiter tragisch. Wir kriegen jetzt auch hier die letzte Luftabwehr noch raus. Somit brennt da nichts mehr an. Dieser eine Single wird noch rausgeschossen. Da müsste man immer aufpassen. Single Infernos, das mag die Strategie überhaupt nicht. Das ist wie mit der Hydra. Das haben wir gerade in unseren Live-Angriffen ja schmerzlich erfahren müssen dürfen. Und die Superlakai hinten, die schießen auch einfach alles wild weg. Ja, die haben richtig, richtig Spaß. Königin nimmt da noch den gegnerischen Helden raus. Und dann ist das hier ein sehr, sehr schöner Angriff. So kann man die ganze Sache spielen. Superdrachen machen mir sowieso sehr, sehr viel Spaß. Ich bin da sowieso ein großer Fan von. Hier gibt es ja auch einige Rewards. Ihr seht hier, ich habe noch nichts eingekauft. Das mache ich jetzt mit euch gemeinsam. Die Frage ist, soll, und das schreibt ihr mir jetzt in die Kommentare, soll ich mir diesen Feuerball kaufen oder nicht? Itzu sagt, es ist nicht worth.
Andere sagen, der ist super, super stark. Ich hätte gerne eure Meinung und das natürlich in den Kommentaren. Ihr wisst, eure Meinung ist mir wichtig. Ansonsten würde ich nämlich hier im Buch der Helden investieren. Vielleicht machen wir das auch, denn wir kriegen ja hier demnächst auch wieder einen freien Bauarbeiter. Dann könnte ich heute gleich mal noch meine Helden ausbessern. Könnte ich hier noch ein bisschen Spaß haben, da noch ein bisschen Spaß haben. Jetzt machen wir auf jeden Fall weiter, nutzen das Event komplett aus. Vielleicht werden wir ja noch besser in der Strategie. Vielleicht kann ich euch morgen im CW dann auch schon Live-Angriffe zeigen, wo wir mit dieser Strategie dann wirklich 3 Sterne holen. Meine lieben Freunde, das soll es aber zum heutigen Video schon wieder gewesen sein. Ich bereite das 1000 Abonnenten-Special auch derzeit vor. Da kamen ja einige Fragen. Danke dafür. Danke, dass ihr wieder dabei wart und das auch heute. Ich melde mich ab. Clash of. Passt auf euch auf. Habt eine wunderschöne Woche und ich trinke auf euch. Cheers.